Servus, liebe Freunde der Sonne. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pillars of Avalon, Kapitel 5. Jetzt sind wir schon bei Teil 3. Aber wir haben doch noch einiges zu machen. Wir werden jetzt erstmal zum General Zesulch gehen, um das Ding zu bekommen. Einmal um das Amulett zu bekommen für Fornax, eventuell, und einmal auf jeden Fall um das Amulett zu bekommen für Frosthelm, um diese beiden Portale dann öffnen zu können. Des Weiteren wollte ich mal schauen, weil es hieß ja, man kann auf die Astralebene niemanden mitnehmen. Also müssten theoretisch die Leute dann rausfliegen. Nehmen wir mal 3 mit, mehr kann ich eh nicht mitnehmen. Ich benötige das Amulett für Frosthelm, das sich im Besitz von General Galuin befindet. Nur damit werde ich wichtige weitere Informationen erhalten, wie ich an diese Ringe kommen kann. Ihr wisst aber, dass Galuin nicht vor Ort ist. Ach egal, ihr werdet es euch holen. Schließlich ist der Auftrag sehr wichtig. Ich werde es euch schon erklären. Okay, danke sehr. So, Gegenstand erhalten. Frosthelm-Medaillon. Alles klar. Moment. Dieser violette Edelstein ist unabhängig von der Umgebungstemperatur immer von einer Frostschicht umschlossen. Das Medaillon öffnet das Portal nach Frosthelm. Alles klar. Und Mephisto erzählte mir von einem Amulett, das ihr und viele Fornaxianer besitzen sollen. Es soll das Portal zu Fornax funktionsfähig machen. Dürfte ich es mir ausleihen, um meinen Auftrag fortzusetzen? Ja, ihr könnt es euch ausleihen. Aber ich weiß zwar nicht, was ihr in Fornax wollt, aber ich vertraue euch hier. Na gut, wir haben schon viel erledigt für die. Also, ja. Wir werden ja wohl genug Vertrauen haben. Also die in uns, ne? So, jetzt können wir eigentlich testen. Ach ja, genau. In Fornax ist das Land des Magier, also könnten wir dort vielleicht Ausbildung erhalten, wie ich da aus dem Abenteuer erfahre, dass wir mal ein paar weitere Ausbildungen machen können. Magische, natürlich. Wäre ganz praktisch, weil es ist ja schließlich das Magier-Kapitel. Und, ja. Genau. Vielleicht werde ich auch mal einen kurzen Abstecher dann mal ins Dorf machen, mal wieder. Vielleicht ist da was Neues. Alles klar. Okay, machen wir wieder auf. So, jetzt wird's spannend, weil es hieß, ich kann nur allein hinein. Was passiert? Ah, alles klar, sie sind aus meiner Truppe rausgegangen. Also sie sind nicht mehr in meiner Truppe drin. Sie warten einfach vorm Portal. Gut, die. Wir haben jetzt... Moment, was haben wir jetzt eigentlich alles... Ah, genau, das Fornax-Amulett. Schaut eigentlich ganz cool aus. Dieses Amulett hat einen Mond eingraviert. Das Zeichen der Fornaxianer. Das Medaillon öffnet das Fornax-Portal. Alles klar. Dann werden wir mal... nach Fornax gehen oder nicht. Weiß ich jetzt noch nicht so genau. Auf jeden Fall, hier ist noch ein Gegner. Den werden wir schnell erledigen. Aus dem Hinterhalt. Oder auch nicht. Jetzt dürft's gehen. Wieso hat die mich jetzt gesehen? Also, wie lange der einen lähmt, das ist die oberste Frechheit, die es nur gibt. Ja? Das waren ja 10 Sekunden oder noch mehr. Also nochmal von vorn. Den haben wir nämlich anscheinend in der letzten Folge übersehen oder so. Sicherheitshalber mal die ganzen Schutztrauber draufhauen. So. Ah, na also geht doch. War jetzt sozusagen total unnötig, die ganzen Schutztrauber. Ist ja eigentlich was drin? Nein, ist nicht. Schade. Gut, dann gehen wir nach Fornax, oder? Ja. Und danach dann nach Melior. Was hier ist. Hier, rechts. Weil da können wir anscheinend rein. Also jetzt gehen wir mal nach Fornax. Oder wir schauen mal schnell, wenn wir Frosthelm auch finden, dass wir das schnell testen. Müsste das hier sein. Nee, ist vor. Ja, dann machen wir Fornax. Okay, wurscht. Scheißegal. Also jetzt müssen wir hier draufklicken und das dürfte laufen. Sehr schön. Und wir kommen hier in ein Gebäude raus. Wer hätte es gedacht? Und wer ist er? Flankus. Naja. Siehe da, ein Reisender. Scheinbar müsst ihr Fornaxianer sein, ansonsten könntet ihr nicht durch das Portal. Allerdings seht ihr nicht aus wie einer.
Lass mich erklären, ich habe General Zersol in Tabaland gebeten, mir sein Amulett auszuleihen, damit ich in Fornax vorbeischauen kann, um eventuell mit meinen Aufträgen weiterzukommen. Da werde ich euch enttäuschen müssen, ihr werdet nicht innerhalb der Mauern hier kommen. Die Wachen haben den Befehl, niemand ohne Erlaubnis reinzulassen. Erzählt mir von euren Aufträgen, vielleicht kann ich euch helfen. Warum wollt ihr mir so einfach helfen? Ich kenne General Zersol persönlich. Ich habe früher einige Schlachten gemeinsam gekämpft. Ich denke, dass er es war, der euch Aufgaben erteilt hat. Daher will ich euch meinen alten Freund nicht im Stich lassen. Alles klar. Dann könnt ihr doch auch nach Tabaland kommen und dort helfen, oder gibt es bestimmte Gründe, die euch an eurem Aufbruch hindern? Ich bin hier gebunden. Ich muss in meine Stellung halten, auf das Portal aufpassen. Wenn die Ahul die Möglichkeit besitzen, wieder auf die Astralebene zu gelangen, dann kann ich sie hier abfangen und zahlreiche Horden töten, da Portale wie dieses hier eng sind. Somit kämen sie nur einzeln hindurch. Und da ihr sehr mächtig seid, seid ihr dafür wohl bestens geeignet. Jawohl. Ihr habt es erfasst. Nun erzählt mir doch von euren Aufträgen, vielleicht weiß der Ich-Rat. Okay, ich habe den Auftrag, zwei magische Ringe zu finden, damit sie zerstört werden. Damit sie nicht noch doch einmal von den Ahul gefunden werden, so ist es am sichersten für uns alle. Ich hielt die Existenz dieser Ringe bisher nur für eine Legende. Auch deshalb kann ich euch da nicht weiterhelfen. Allerdings könnte ich euch Unterricht geben, damit ihr stärker werdet in Sachen Magie. So würdet ihr besser vorankommen auf eurer Suche. Ich würde mich geehrt fühlen, von euch unterrichtet zu werden. Okay, das wäre mir gelingen. Schauen wir mal. Okay, Schutz vor Gift. Gibt's Einheiten, die Giftschaden machen? Weil Giftschaden ist sehr selten. Wir schauen mal, wie es rausgeht. Also Schutz vor allem ist ganz gut. Haben wir nämlich noch nicht. Verbesserung Stromballs ist geil. Mana, die brauchen wir mal. Eigentlich alle. Oh, Seite 2. Und dann geht's da weiter. Ach, die ganzen Dinger noch. Wie fortgeschrittene Energielenkung. Und ein paar Zaubersprüche, aber brauchen wir die alle? Also, die sind nicht schlecht. Ja, schon. Ach, geht ja alles. Gut. Hätte ich gar nicht nachschauen müssen. Alles klar. So. Fornax, das Land der Magier. Heute reiste ich mit Hilfe General Zersols Amulett nach Fornax. Dort traf ich einen Magier mit dem Namen Flankus. Er bot mir seine Hilfe für meine Suche nach Ringen an. Und ich werde sie mit Sicherheit benötigen. Er scheint in der Magie sehr begabt zu sein, weshalb ich mir gut vorstellen kann, dass sein Unterricht hilfreich für mich ist. Leider fuhr ich auch, dass die Tore zum Inland von Fornax mir verschlossen bleiben werden, da ich im Moment wohl aus Sicherheitsgründen niemand hinein darf. Nun ja, es ist an sich reicht mir aber auch schon der Unterricht bei Flankus. Dennoch werden wir mal vorbeischauen, wie diese Tore ausschauen. Weil die Karte ist doch einigermaßen groß. Okay, hier geht's nach Fornax rein. Wir dürfen nur durchlassen, bla bla bla. Gut. Wir kommen wirklich nicht durch. Einen kleinen Geheimgang gibt's wahrscheinlich nicht, dass man da reinkommt. Einfach nur ein Wassergraben. Schaut übrigens ganz schick aus. Wir haben auf jeden Fall einige jetzt haben wir echt krasse Zaubersprüche, du. Also wir haben jetzt eine zweite Reihe da unten. Und hier haben wir auch den Todesspruch. In dem Fall aber Todesbrise, weil der tötet die nicht sofort. In Siege of Avalon kann man ihn erlernen. Allerdings hat er auch ein anderes Bild. Finde ich aber besser, wenn das so ein Bild hat, weil der und nicht Todesspruch heißt, weil er tötet die ja nicht. Er fügt nur enormen Schaden zu. Erst wenn man einen weiteren Titel erlernt, den man aber nicht erlernen kann in dem Spiel, kann man die ganzen Gegner mit einem Schlag töten, weil dieser Spruch sehr stark ist. So, hier haben wir Frosthelm. Und jetzt werden wir hier aktivieren. Geht er jetzt? Jetzt schmeißen wir doch mal den Frostschutz, Formschutz raus, weil da heißt es, dass man stirbt. Wir gehen jetzt mal hinein. Das Portal verschwindet. Boom, tot. Das Portal ist explodiert. Sterben. Und irgendwie auch ein kleiner Witz im Grunde. Als Endjournal so ein Aschehäufchen, weil wir zu Staub zerfallen sind. So. Ist ganz nett. So würde im Grunde es auch ausschauen, wenn man durch das Portal durchgeht. Wenn man nicht sofort die Karte lädt. Jetzt hatte ich doch den Formschutz dabei. Ach so, ich muss ihn wahrscheinlich anziehen. So. Ja, also geht doch. So eine Scheiße. So, hier müssen wir wieder aufpassen. Weil hier gibt es Kälteschaden. Zwar nicht so extrem, aber durchaus gefährlich. Auf Dauer. Hm, wir haben einen Flammenschlag. Der ist richtig geil eigentlich, wenn man gut genug ausgerüstet ist.
Also wenn man genug Magie hat. Wir haben noch eine Verbesserung des Stromballs. Jetzt ist der deutlich stärker. Schaut auch ein bisschen anders aus, ein bisschen größer. Und er lohnt sich eigentlich schon. Er macht auch sauber Schaden und Mana kostet nicht sehr viel. Haben wir jetzt eigentlich noch irgendwas verbessert? Ich weiß es gar nicht. Ne, ich glaube, der ist gleich geblieben. Aber wir haben jetzt einen Ablenkungsspruch. Der ist ganz praktisch. Zumal wir damit, das sucht die ganzen Projektilsachen, alle ablenken können. Die fliegen entweder durch mich hindurch oder werden zurückgelenkt. Je nachdem. Ach, wir haben noch einen Wolf herbeirufen. Natürlich eine Frechheit, dass der keinen Kälteschaden kriegt. Und hier ist nichts mehr. Hier war nämlich früher in Siege of Avalon ein fremder Reisender, der uns Zaubersprüche beigebracht hat, aber der ist nicht mehr da. Ausgeflogen oder so ähnlich. Na gut, dann lassen wir die Tür offen, dass es schön kalt wird. Ui, 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 ui. Jetzt kann es aber gefährlich werden hier. Es wäre mir vielleicht ganz recht, wenn die ganzen Wölfe hier auch mal angreifen würden. Aber die sind natürlich zu blöd dafür. Das war schon immer das Problem mit den ganzen hier beschworenen Viechern, dass die irgendwie ganz schlecht angreifen selten. So. Bumm. Würde ich fast mal sagen. Auf jeden Fall sind es ein Haufen Wölfe. Vielleicht gibt es hier noch einen. Muss mal schauen. Okay, hier gibt's keinen. Doch, einen gibt's noch. Der muss vielleicht das Trainingspunkt. Jawohl. Trainingspunkte geben, weil der hat zu einer Gruppe dazu gehört, die getötet werden musste. Wir kriegen gerade wieder einen Haufen Kälteschaden. Und übrigens, das ist der Mana-Dieb, der bei irgendwelchen Charakteren Mana stiehlt. Auch bei so toten Charakteren, die noch Mana haben, wird gestohlen. Man sieht, wie schnell die Mana-Anzeige hochgeht. Schauen wir mal, wir werden mal den Todesspruch ausprobieren. Todesprise. Er ist sehr langsam. Er macht auch nicht enorm viel Schaden, weil, wie gesagt, das ist ja nicht der Beste. Hat auch teilweise der Licht mal gehabt, den Spruch, nur in extremer Form. Fällt mir auch ein, hier zu speichern, ist auch ein bisschen blöd. Weil man ja, wenn man lädt, dann keinen Zauberspruch mehr drauf hat, also keine Schutzzauber mehr. Die könnten natürlich dann Saubers abziehen, vor allem auf Eismog. Aber gut. Gehen wir noch ein bisschen nach links und dann links oben müsste, wenn es noch so ist wie in Siege of Avalon, die ganzen Eishöhle da sein. Ich glaube, hier kann man nicht weiter, also hier kann man immer noch nicht weiter. Ja, geht nicht. Ansonsten, weiß ich gar nicht, Schutz vor Gift können wir mal schnell zeigen. Er ist halt grün und gibt Giftschutz, wird aber nicht mehr angezeigt, aber er ist vorhanden, dieser Giftschutz. Ja, ansonsten, Yetis haben wir hier noch. Die man auf jeden Fall gut mit Feuerbällen bekämpfen kann. Vielleicht hilft auch der Flammenschlag was. Ja gut, wenn sie reinlaufen in so einen Flammenschlag, sind, ist der nicht schlecht, aber weil er dann doppelt abzieht. Aber ich glaube, die Feuerbälle sind schon noch die bessere Variante. Und die sind allgemein sehr stark. Die Yetis, stabil. Und da ist die Eishöhle. Gehen wir mal schnell hinein, wagen einen Blick hinein. Ich glaube, hier dürfte der Gebietsschaden nicht so hoch sein. Ist zwar durch und durch kalt, aber es ist windgeschützt. So, ich glaube, bevor wir hier weitergehen, sehen wir uns beim nächsten Part wieder in der Eishöhle von Frostheim. Bis zum nächsten Mal. Adios.